So, machen wir weiter. Ich bin nämlich gerade leider Gottes unterbrochen worden. Ja, ich habe den George Köder jetzt ausgerüstet. Und, nee, andersrum. George Köder. Einmal dahin. Ja, heute ist irgendwie ein Pechtag. Also heute klingeln. Das müsste die Aufmerksamkeit des George auf sich ziehen. Heute klingeln hier ständig Leute an meiner Tür. Das ist total nervig. Ich will einfach nur The Witcher zocken. Aber ständig klingeln hier irgendwelche Leute und Postboten. Vor allen Dingen, die auch Pakete für die Nachbarn abgeben wollen. Und daran bin ich ja mal so gar nicht interessiert. Ja, sollen die ihre Pakete doch genauso wie ich auch immer bei der Packstation abholen. Naja. Wie dem auch sei. Wir machen jetzt auf jeden Fall die letzte Folge. Dann kommt einfach... Geruch dürfte es meilenweit riechen. Machen wir auf jeden Fall ganz entspannt. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Ja, wir machen das dann nämlich folgendermaßen. Ich lade einfach diese 8-Minuten-Folge und diese Folge gleichzeitig hoch, wie ich das immer tue, wenn ich unterbrochen werde. Und dann, müsste das doch eigentlich fit gehen. Was haben wir denn? Ach du Scheiße, was bist du denn für einer? Du bist aber wütend. Komm schon. Kann ich ihn überhaupt fronten? Wie die Banditen in Wählen sagen. Boah, Digga, der ist ja, aber. Ich hänge jetzt hier ein bisschen in der Ecke fest, mein Freund. Wäre cool, wenn du mich hier rauslassen würdest. Dass ich mich mal einmal healen kann. Wie viel Damage mache ich ihm überhaupt? Nicht sonderlich viel. Egal, das bestimmt ist auf jeden Fall, denke ich, machbar. Okay, er ist auf jeden Fall... Okay, es betäubt ihn also nicht. Also besonders strong ist er nicht, aber... Wir müssen gucken, ob wir ihn gefallen. Dann müsste das Todesfit gehen. Ich werde mal einmal kurz einen Donner reingieten. Der macht ein bisschen mehr Dämmen. Ah, guck mal, das ist er doch. Oh, das ist nicht gut. Siehst du doch schon direkt. Hält auch viel länger, der Donner, das ist richtig gut. Also der verbesserte Donner ist auf jeden Fall... Okay. Ja, war auf jeden Fall... Blauzorn. Nett. Gucken wir mal, was dieses Schwert kann. Vielleicht ist es ja brauchbar. So, Blauzorn. Das müsstest du sein, ne? Ach du Scheiße, du bist ja richtig schlecht. Na gut, was ist denn das eigentlich gewesen? Ein Silberschwert, okay. Das... Wo sind die Trophäe von dem? Achso, die kriege ich wahrscheinlich erst, wenn ich sie abgegeben habe, ne? Bonusgold. Humanoiden. Okay, und das einmal Bonusgold. Okay, hol dir die Belohnung für den George ab. Hier ist verkehrt. Da muss ich hin. Ja, das war jetzt nicht so das Problem. Aber dass der ein komplettes Wolfsrudel auslöscht, verwundert mich jetzt auch nicht. Der war auf jeden Fall groß und böse. Gut. Dann wollen wir dem Jäger doch mal Bescheid sagen, dass sein George-Problem erledigt ist. Ja. Braucht er sich auf jeden Fall keine Gedanken mehr drum zu machen. Das ist auch gut so. Sieht nach Regen aus. Ja, sag an. Sprechen die auch gerade. So, Mr. Jäger. Was denn? Ich das Ding nicht mitgenommen? Pass auf dich auf. Was denn? Wegen des Auftrags hier. Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short? Ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Ja, sehr gerne, her damit. Danke. Pass auf dich auf.
Gut. Das haben wir geschafft. Was haben wir denn dann noch? Gut, Hexer. Oh, Schatzsuchen. Oh, da haben wir auch noch einiges an Schatzsuchen, ne? Okay, das ist in Kaer Morhen. Okay. Auch in Kaer Morhen. Mhm. Haben wir wirklich noch einiges an Schatzsuchen, die wir auch inzwischen machen können. Egal. Wir gehen erstmal nochmal in die Hexeraufträge. 22 ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu hoch in 23. Was haltet ihr da denn mal von ein paar Schatzsuchen? Fangen wir doch mal mit der Katzenschulenausrüstung an. Wo muss ich denn da suchen? Hier hinten in Nuigrad. Okay. Na gut. Nehmen wir das. Hier ist ja ein Schnellreisepunkt. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ups, dann. Nicht richtig. Hier ist der Schnellreisepunkt. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns diese ganzen Sachen auch holen, weil möglicherweise sind die tatsächlich brauchbar, die Waffen und so, die wir da bekommen. Es wäre doch schade, wenn wir uns das durch die Finger gehen lassen würden, oder nicht? Meister Hexer, hilf einer. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Angst, dort zu sein. Mhm. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Gut. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Na gut. Ausnahmsweise. Okay, Frau Lucy, wo ist denn dein Haus? Ich habe aber irgendwie das dumpfe Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, irgendwas passt mir hier nicht bei der Frau. Naja, ich hab's doch geahnt. Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Mhm. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Haftbefehl. Lucy, Fritz und Walter. Mhm. Nimm mal so ein Hexenjägerschwert mit. Wisst ihr was? Machen wir das, bevor wir die... Nein, wir gehen jetzt erst die Katzenschulenausrüstung finden. Wir machen das jetzt erstmal so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kann man nämlich auch die Greifenschulenausrüstung nochmal verbessern zweimal. Das würde ich auch gern tun. Na gut, gehen wir mal hin. Schauen wir doch mal, was wir da finden. Die haben gar nicht auf mich gewartet, sondern die haben auf die Lucy gewartet, die Hexenjäger. Das war gar keine Falle an mich, fällt mir gerade mal so auf, wenn ich den Brief so ein bisschen Revue passieren lasse. War das überhaupt keine Falle, die mich betreffen sollte, sondern die haben auf Lucy gewartet. Weil ein Haftbefehl wohl gegen die Dame vorliegt. So, was ist denn hier? Hier soll das doch sein. Wo soll denn hier die Reifenschulenausrüstung sein? Hier? Nee. Hin da rein, in die Passagen unter der Tempelinsel. Hier vielleicht? Nee, wir gehen eigentlich nur wieder zurück in die Stadt.
Moment. Da. Wo sind denn die? Vielleicht zeigt der mir, wie ich da hinkomme. Ne, der zeigt auch nur hier hin, ne? Das Haus hier vielleicht da rein? Ne, auch zu. Also wie hier wahrscheinlich, ne? Ja, verschlossen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ist Klettern angesagt, hä? Mal wehgetan. Da hätte ich jetzt fast einen Abgang gemacht. Ich muss sagen, Freunde, ich denke nicht. Aber knapp, meine Damen und Herren. Ich muss mal gerade einen Trank reinzwiebeln, und zwar der hier, ne? Gut. Ich wäre auch irgendwie... Was denn hier? Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Okay. Und wieder eine Illusion hier. Noch eine. Das ist aber wirklich sehr gut geschützt hier. Wer bist du? Du Chef, kann man dir helfen? Er ist sauer auf mich, okay. Weil betäuben lässt er sich halt auch wieder nicht. Oh mein Gott, alter Vater, ey. Okay. Ich hau mal gerade den Qualbe rein plus eine Wasserflasche. Ich regeneriere. Also er ist auf jeden Fall... Okay, atmet eigentlich mehr zu als... Oh mein Gott. Er ist aber sehr wütend auf mich. Einmal bitte daneben reinhämmern. Weil er ist ja noch aktiv. Alter, leck mich doch mal an Socken, ey. Was soll denn das? Hier. Das ist aber auch tanky, der Sack. Alter, what the fuck? Wieso hat ihm da jetzt Art nichts ausgemacht? Das kann doch jetzt wohl nicht angehen hier. Monster-Sense wohl im Herd. Nett. Ja, jetzt können wir uns hier nämlich erstmal gebührend umgucken. Ich denke, dass wir... Oh. Lass uns doch mal einmal hier vorne schauen. Ich werde mal einmal kurz die Quest umändern. Und zwar in Finde alle Schemas der... Ah, okay, da habe ich gar keinen Anhaltspunkt. Na schön. Er möchte auf jeden Fall, dass wir hier reingehen, aber da hinten war auch noch was. Ich würde gerne erstmal einmal nochmal da hinten schauen. Und hier auf der Seite ist hier auch noch was? Ne, hier ist nichts mehr. Ich würde gerne einmal hier hinten erstmal schauen, was hier ist. Und dieser Gang wird auch nicht umsonst hier sein, ne? Haben wir hier für was? Blicke tief und finde Erleuchtung. Okay. Okay, damit kann man irgendwelche... Hier liegt was. Forschungsnotizen. Lesen. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Ireneus war Steingart haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreiche Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten.
Na schön. Was ist das denn hier? Interessant. Was ist denn das? Okay. Also hier hat auf jeden Fall jede Figur... Das ist nicht gut. Was ist das? Eine Erscheinung. Dann wieder klar. Was haben wir denn hier? Geheimnisvolles Rezept. Okay. Ja, das ist wieder wahrscheinlich völlig unnötig. Oder irgendein Rezept. Aber hier ist halt bis auf dieses Rätsel. Aber es sieht nicht so aus, als könnte ich das bisher lösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Aufgabe ist, einfach jeden hier... Nee, du kannst die entweder nach da drehen. Oder an die Seite drehen. Okay, wenn ich ihn dann wieder hochmache, dreht er sich wieder normal. Okay. Dann kann ich hier... Was ist das denn? Was stand da nochmal? Blicke tief... in die Tiefe und finde Erleuchtung in die Tiefe. Mit deinem Blick in die Tiefe. Muss ich vielleicht, aber das bringt auch nichts, muss ich die vielleicht alle gerade stellen? Probier es einfach mal aus, oder? Kann ja nicht schaden, der steht auch gerade. Was ist mit dir, Chef? Ach, guck mal, jetzt kann ich den auch so hinstellen. Oder muss jeder in die Richtung schauen? Ich versuche das einfach mal, dass ich jeden da in die Mitte schauen lasse. Ich leck mich daran Socken, das möchte ich ehrlich komplett. Na, er guckt jetzt in die Mitte, top. So, weiter geht's mit dir, Chef. In die Mitte. Ich probiere es einfach mal aus. Ich meine, mehr als falsch kann er ja nie sein. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die Fackel angeht, wenn sie richtig ist, aber das wäre eigentlich auch Quatsch. Woher denn auch? Sie hat ja drehen sich die an? Ne, die drehen sich nicht zurück. Ne? Die bleiben jetzt alle in die Mitte. Ja, er guckt in die Mitte. Ich probiere es einfach mal. Das wäre die erste Lösung, die mir einfällt. Alle in die Mitte gucken zu lassen. Was anderes wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht. Wenn das schon richtig? Wenn das schon richtig wäre, wäre es ja absoluter Walkout. Wenn man es hier noch was nicht mitnehmen kann? Oh, ne. Wäre es ja der absolute Ober-Walkout, wenn das tatsächlich schon die richtige Lösung wäre. Ja, das ist tatsächlich die richtige Lösung gewesen. Okay. Irgendwas passiert hier gerade. Muss ich da rein? Hm, ich denke mal, ja. Drei Stück sehe ich da an der Zahl, ne? Wir kommen tauchen da rein. Laborschlüssel. Was gibt's denn hier zum Labor? Ach so, das wird wahrscheinlich doch da hinten sein. Setz ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wir haben dieses Rätsel so oder so nicht drumherum gekommen. Okay, na gut. Dann lass uns mal raus hier. Wahrscheinlich ist das da hinten abgesperrt. Ich habe aus Versehen jetzt einfach mal alles richtig gemacht. Ja, mal gucken hier. So, der Golem ist ja besiegt. Der macht uns keinen Ärger mehr. Das hier wird wahrscheinlich dann abgesperrt sein, schätze ich mal. Ne?
Seh mal einer an. Leute, ich kann Quent zaubern. Komm schon, komm näher. Es ist noch nicht zu Ende. Damit bin ich fertig mit dir. Oh, Nilfgaardische irgendwas. Mondklinge, auch sehr schön. Labornotiz. Ach, guck mal, er hat die ganzen... Er hat einiges an... Dingern. Laborprotokoll, ne. Okay, nein, also das werde ich natürlich nicht lesen. Wer das lesen möchte, kann wie immer pausieren. Ich bin da jetzt nicht so down für. Mir ist das eindeutig zu viel. Gut, Wasserflasche ist sehr gut. Das Bier könnt ihr auch erstmal behalten. Hier ist auch noch eine Kiste. Und die Kuchen, mag ich. Was haben wir hier drin? Kuhmilch und Ziegenmilch, auch bestimmt sehr nahrhaft. Was haben wir da drin? Irgendwelche Scherze, das sind auch nur irgendwelche Bücher, die wieder keinen Schwanz lesen möchte. Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier erstmal nicht allzu viel. Hier, das können wir noch... Das ist perfekt. Was ist da noch drin? Okay. Ja. Erstmal gucken, ich habe ein Schwert von dem bekommen. Die Mondklinge. Und die ist nicht so gut. Ja. Das ist natürlich alles jetzt nicht so toll. Denn hier ist nicht das drin, was ich erwartet hätte. Nämlich, Fischer. Da müssen wir jetzt nochmal woanders für hin. Ja. Aber interessant, dass sowas unter Novigrad stattfinden kann, ohne dass da wieder irgendeiner Wind von kriegt. Ja. Muss man auch einfach mal sagen. Also ich muss... Wrack des Fliegenden... Durch so das Wrack des Fliegenden Hirschs. Okay. Na gut. Na schön. Wo soll das sein? Wrack. Hinten, was? Da soll das sein? Katzenschuhenausrüstung? Na gut, gehen wir mal gucken. Das können wir ja noch machen. Und danach, wenn wir das gemacht haben, ist für die Folge hier erstmal Apfel. Hopp. Hier nicht hoch? Muss doch. Oh, Geralt, mach keinen Scheiß, Alter. Wenn du da runterfällst... Ja, das dann warst du die längste Zeit, Hexer. Und jetzt gehst du da bitte einmal so und jetzt da hoch. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt suchen wir uns einen Schnellreisepunkt. Jetzt suchen wir uns einen Schnellreisepunkt, zum Beispiel den da. Und reisen mal schnell dahin zu dem Leuchtturm. Der da mal nicht war. Und holen uns den Rest der Katzenschulenausrüstung. Dann gucken wir uns das auch gleich nochmal an. Und die restlichen Schatzsuchen, die machen wir dann einfach nächste Mal. Leuchtturm da, da fahren wir. Wie sind wir jetzt hin? Und dann machen wir, schwimmen wir da mal rüber. Und dann gucken wir mal, was die Schemas so können. Also Schemata, wie es ja eigentlich heißt. Wobei Schemas oder Schemen inzwischen auch anerkannt ist. So, das wäre dann auf jeden Fall auch mal wieder eine gelungene Aufnahmesession gewesen heute. Kann man echt nicht anders sagen. Also ich bin schon wieder sehr happy über die Aufnahmesession. Haben heute wieder viel, viel, viel geschafft. Und ja, hoffe, dass das in den nächsten Aufnahmesessions natürlich auch wieder so ist. Weil wenn wir so weitermachen, dann haben wir The Witcher 3 bald durch. Eigentlich hier rauf, nicht da runter. So, nicht genau. Alles klar. Wir müssen jetzt hier nach der Katzenschulenausrüstung Ausschau halten. Die wird wahrscheinlich im Lagerraum sein, würde ich mal schätzen.
Dann müssen wir wahrscheinlich hier tauchen gehen. Da, da. Nein. Durch. Nein, weg. Das wird sie wahrscheinlich sein. Eine Armbrust. Des Magiers. Ach Mann, als ob ich jetzt wieder durch die halbe Gegend hier geschickt werde. Oh, jetzt muss ich noch irgendwelche Ruinen erkunden. Ja, das wird natürlich dann ein wenig knapp. Wie gesagt, meine Zeit ist heute ein wenig mau. Aber wir werden sehen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Und dann würde ich mir... Ich dachte, ich finde jetzt hier vielleicht tatsächlich den Rest. Na gut, dann müssen wir nochmal gucken. Egal, scheiß drauf. Wir machen das einfach jetzt. Ich meine, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit einfach. Dann lade ich die Folgen mal anders. Wenn wir das nächste Mal eine Aufnahmesession machen. Ich meine, ich bin ja noch gut vorbereitet für 2 Wochen oder so. Glaube ich, noch mehr als genug Folgen, die auch noch aktiv werden jetzt alsbald. Und deswegen mache ich mir da gar keinen Stress, Freunde. Ich habe ja glücklicherweise sehr viel im Voraus aufgenommen und habe deswegen ein bisschen Zeitpuffer, sodass ich gucken kann, dass tatsächlich jeden Tag eine Folge kommt. Deswegen nehme ich immer so viel im Voraus auf, setze mich hier tatsächlich einmal richtig lange hin und nehme mal so 5-6 Stunden auf. Dann hast du direkt 12 Folgen. Und bei 12 Folgen, da hast du auf jeden Fall erstmal einen ordentlichen Zeitpuffer. Und wenn du das einmal die Woche machst, dann hast du jede Menge Folgen an Zeitpuffer und brauchst man nicht darauf knausern, wie du die Sachen hochlädst. Gut. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt hier in diesem Tempel finden werden. Ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendein Überkacker-Gegner ist. Eigentlich, wenn man die mit Level 17 schaffen kann, diese Quest, dann denke ich mal nicht. Das werden sie sein, diese tollen Ruinen. Ich hoffe, ich bin da jetzt tatsächlich auch Silberschwert und Stahlschwert. Bin ich sauer auf mich, oder? Wir haben die Verletzten rausgeholt. Der Brustkorb wurde eingedrückt. Die Rippen haben sicher die Lungen durchbohrt. An manchen Stellen ist das Fleisch bis auf die Knochen verkohlt. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Also, nichts wie rein hier, oder? Ist doch alles sehr einladend. Kann ich was kaputt machen? Silberkatzenschwert, nimm mal eine an. Was sagt diese Notiz? Fuck, habe ich das nicht mehr schnell genug hingekriegt. Welche Notiz soll ich lesen? Die hier, ne? Genau. Lesen. So, wer das lesen möchte, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr könnt pausieren. Ich werde das nicht lesen. Moment, aber hier ist noch voll viel in den Ruinen, oder nicht? Total. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Okay, naja gut. Weiß ich jetzt nicht. Wir haben auch keine Quest dazu. Das kommt tatsächlich vielleicht noch. Aber wir müssen noch die Ruinen von dieser Burg Dingskirchens da durchsuchen. Und das ist wirklich hoffentlich jetzt auch nicht mehr dann so viel. Dann haben wir das Silber... Waschwert haben wir, glaube ich, jetzt gefunden. Wo soll das denn sein? Burg da... Burg Dranheim, okay. Oh, die Level 7, die sind sehr cute, ey. Und du noch. Jetzt noch. Das ist ja wirklich sehr herzzerreißend hier. Mitgekriegt, ne? Ich habe ihn auch vom Pferd geholt. Und weg. Erde lassen wir natürlich. Bin ja nichts dafür. Nicht drin. Hallo, ich möchte gehen. Nein, wenn das möglich ist. Dankeschön. Okay. Das ist sehr interessant hier. Außer wäre hier die Jawohl.
Nitrogenerz. Da. Also, wie gesagt, wer das lesen möchte, bitte einmal lesen. An diesen kleinen Stories nicht interessiert. Ich würde gerne diese Leiter benutzen, aber wir haben offensichtlich kein XP dafür bekommen, sonst wären wir Level Up gekommen, aber haben wir nicht. Schade. Wir werden uns jetzt aber trotzdem einmal angucken, was diese Sachen können, und dann ist die Aufnahmesession für heute auch vorbei. Dann habe ich heute wieder sehr viel aufgenommen, war wieder sehr aktiv. Gern raus, wenn es möglich ist. Der Ausgang von Hof, verdammt, nur eins. Ein Hof, ne? So weit runter? Ne, ich muss wohl noch ein Hof, ne? So aussieht. Ja. Okay. Ne, hier ist auch zu hoch. Hier. Scheiße. Muss ich das jetzt nochmal machen? Oh, bitte nicht. Hab ich die Tür wohl doch verkackt. Ach, scheiße. Hoffentlich hat er gespeichert, dass ich diese Quest abgeschlossen habe. Nee. Hat er nicht. Das heißt, ich muss nochmal hier rein. Merke ich mir jetzt aber, wie viele ich runtergesprungen bin. Eins. Hier waren voll viele, nee, falsch, Geralt. Einmal runtergesprungen. Zweimal runtergesprungen. Ja, warum ich da jetzt so hart reingeschissen habe, weiß auch wieder niemand. Ja, das Ding habt ihr ja vorhin schon gelesen, das habe ich euch ja gerade schon einmal zum Lesen gegeben. Wie konnte ich denn da den Ausgang verchecken? Hä? Also was da jetzt wieder passiert ist, weiß ich auch nicht, Freunde. Der ist doch actually hier. Der ist doch legit hier. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt übersehen konnte. Ich mach mal kurz einen Abgang. So, mal da rennen nämlich. So, pass auf. Und wir gucken uns jetzt einmal die Katzenschulen-Ausrüstung an. Oh, warte mal, ich kann hier was Neues craften. Kann ich was anderes craften, was vielleicht interessanter ist als ein Absurd? Nee, kann ich nicht. Okay. Welchen kann ich denn? Oh, den Charge-Absurd. Gegen Taumeln? Oh, das ist auch nicht schlecht. Ständige Resistenz gegen... Verkehrt. Alchemie. Wir wollen aber ins Handwerk. Katzenschulen-Armbrust. Alter, die ist echt viel besser als meine, ne? Wachs. Gucken, wo wir sowas finden. Die ist auch 29, die Katzenschulen. Oh, Handschuhe. Handschuhe. Die sind tatsächlich besser als meine. Die sind durchaus besser als meine. 6 Teile Rückwehr, 50% mehr Schaden, aber wenn man von hinten angreift, ne? Na, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so interessiert dran, muss ich sagen. Katzenhose. Die ist nicht verkehrt von den Resistenzen her und von den Fähigkeiten, die machen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ein Silberschwert. Was macht das? Aber ich muss euch sagen, das ist auch, naja, leider nicht besser. Aber ich muss euch sagen, das gefällt mir nicht. Rückwärtige Angriffe verursachen 50% mehr Schaden, und das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Also, nee, gefällt mir nicht. Also wir haben das Ding geholt, aber passt nicht für mich. Ist nicht die richtige Ausrüstung. Aber es macht nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir weitere Ausrüstung suchen und es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.